erinnert ihr euch noch daran, dass ich in meinem Video zum Frühjahr 2015 gesagt hatte, dass es im Sommer weniger Bücher waren? Nun, ich nehme das zurück. Es sind nicht weniger, es sind nochmal bestimmt 10 Bücher mehr. Man muss sich überlegen, dass Frühjahr Januar, Februar, März, April und Mai beinhaltet hat. 5 Monate, ja? Und Sommer ist gerade mal Juni, Juli, August. Das sind 3 Monate. Und das sind deutlich über 30 Bücher, die ich hier liegen habe. Deutlich. Während ich beim letzten Mal sehr viele englische Hardcover hatte, also im Frühjahr, sind es dieses Mal vor allem die deutschen Hardcover und die englischen Taschenbücher, die einfach so viel Raum einnehmen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den deutschen Taschenbüchern an, weil das sind so wenige. Da fühle ich mich gleich besser. Als erstes haben wir hier L.A. Love Story von Abby McDonald. Das habe ich im Rahmen der Bookshopping Queen Aktion von der Nasti bekommen. Ich habe das Buch fast durch. Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Es ist ja eine Nacherzählung von Sense and Sensibility, also Sinn und Sinnlichkeit von Jane Austen. Ich finde aber, es hat sich ein bisschen zu sehr an die Originalstory gehalten. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Also Jane Austen, Sense and Sensibility, nur in L.A. Ich habe noch nicht mal Platz, um die bereits gelaberten Bücher irgendwo abzulegen. Huh. Wie auch einfach mal bei dem Thumbnail. Nicht mal ansatzweise alle Bücher drauf sind. Dann habe ich hier Flirt Nerd von Lea Ray Miller. Ich weiß gar nicht, ob ich das rezensiert hatte, aber ich fand das Buch richtig, richtig süß. Das hat, glaube ich, 4 bis 4,5 Sterne von mir bekommen. Das ist so eine total süße Liebesgeschichte. Geht es um ein Mädchen, was halt voll auf Comics steht, aber sie wurde als Kind dafür voll ausgelacht und deshalb schämt sie sich jetzt für ihre Comics-Liebe. Dann lernt sie halt in so einem Comic-Laden, in den sie sich dann so heimlich reinschleicht und dann so das neueste Comic kaufen will, lernt sie dann eben so einen Jungen kennen, der halt auch auf ihre Schule geht. Und ach, das ist einfach so ein cooles Buch gewesen. Der zweite Band kommt auf Englisch im Februar raus. Ich hoffe dann, dass CBT den auch wieder übersetzen wird. Und ich finde das Cover einfach so Comic-mäßige und oh. Ja, dann habe ich die neuen Impress-Taschenbücher. Morgenschau von Jennifer Wolf, Verliebe dich nie in einen Rockstar von Theresa Sporrer, Das Geheimvermächtnis des Fahren von Sandra Renier und Light in Darkness von Laura Kneidel. Diese Bücher sind aus dem Impress-Verlag, wie man hinten drauf sehen kann, da ist nämlich das Symbol drauf. Aber sie sind jetzt eben bei Carlsen ins Taschenbuch erschienen. 4,99 € kosten sie. Ich habe sie alle schon gelesen. Also das Rockstar-Buch habe ich eh schon gelesen gehabt, bevor das überhaupt rauskam. Ich habe das schon als E-Book gelesen gehabt. Fand ich mega cool. Von den vielen fand ich es am besten, muss ich sagen. Eine richtig süße Liebesgeschichte mit ganz viel Humor drin. Ich liebe ja eh Humor. Light in Darkness ist so eine in der Zukunft und paranormale Wesen sind ans Licht gekommen. Und dann geht es halt um so Good Girl, Bad Boy. Der Bad Boy ist sogar ein Dämon. Also so eine Geschichte ist das halt. Pan, I don't even know. Pan ist so ein Buch, da passiert einfach fantasymäßig nichts. Nichts bis kurz vor Ende. Und dann am Ende kommt das alles raus. Und ich will das jetzt halt nicht sagen, weil sonst wisst ihr ja schon, was am Ende rauskommt. Auf jeden Fall geht es halt um so ein Mädchen und dann kommt da ein Junge in ihre Klasse und der ist halt so mega gut aussehend und aber sie hält sich halt von ihm fern und es klingt sehr typisch, aber der Schreibstil ist halt das, was cool an dem Buch ist. Ja, Morgentau von Jennifer Wolf habe ich rezensiert, verlinke ich euch hier irgendwo in der Infobox bestimmt. Und das war's auch schon mit meinen deutschen Taschenbüchern. Machen wir weiter mit den englischen Hardcovern, denn das sind auch nur ganz wenige. Einmal habe ich mir bei Tauschticket für 2 Tickets Catching Fire von Suzanne Collins geholt, weil ich habe Mockingjay halt als Hardcover auf Englisch und ich habe die Bücher halt nur auf Deutsch eigentlich, aber ich will sie jetzt auch auf Englisch haben und ja, Mockingjay hatte ich halt schon als Hardcover und Catching Fire habe ich jetzt auch. Ich finde diese glänzende Ausgabe auch richtig cool. Fehlt mir nur noch The Hunger Games. Man sollte eigentlich meinen, dass das am einfachsten zu beschaffen wäre, aber irgendwie möchte das niemand bei Tauschticket anbieten. Schande aber auch. Wer jetzt weiß, woraus das war, der ist ein Seriencrack. Dann noch so ein, ich habe es schon gelesen, Tauschticket war günstig
Errungenschaft, und zwar Boundless von Cynthia Hand. Das ist der dritte Band von der Unearthly-Reihe. Und das sieht einfach so schön aus. Das Ding gab es für sage und schreibe 2 Tickets. Und ich kann das immer noch nicht ganz verkraften. Jetzt brauche ich nur noch Hallowed. Und dann habe ich sie alle in der wunderschönen Hardcover-Ausgabe. Meine deutschen Bücher habe ich auch direkt. Ja, und noch sowas habe ich schon gelesen, gab es aber für 2 Tickets, 2 Tauschtickets. Und zwar diese beiden Bücher von Huntley Fitzpatrick. Einmal What I Thought Was True und My Life Next Door. Das sind beides Contemporary-Bücher, habe ich beide schon gelesen, fand ich beide echt süß. Ich glaube so 3,5 bis 4 Sterne. Das fand ich ein bisschen schwächer als My Life Next Door. Auf jeden Fall richtig tolle Geschichten. Ich bin auch schon ganz gespannt auf das Sequel von denen hier. Ja, und ich finde, sie sehen im Regal halt auch richtig cool aus mit diesen Streifendingern. Und es passt zusammen. Und ich finde, Dankeschön, dass es jetzt mal jemand geschafft hat, dass Bücher von der Autorin zusammenpassen, obwohl sie nicht von einer Reihe sind. Ahem! Welcher Katastrophe widmen wir uns jetzt zuerst? Ja gut, machen wir zuerst die deutschen Hardcover. Zuerst einmal habe ich das hier. Davon sind nicht alles Neuzugänge, sondern nur Band 2 und Band 4. So. Aber ich finde es so cool, dass sie jetzt alle zusammenpassend sind, weil ich hatte Band 2 halt nie und Band 4 hatte ich immer in dieser etwas größeren englischen Hardcover-Ausgabe, weil ich mir so gedacht habe, oh, du kannst nicht auf Inheritance warten, aber liebes, das übersetzt wie überall. Ach, du musst es unbedingt sofort lesen. Und dann stand es natürlich jahrelang bei mir im Regal ungelesen rum. Jetzt muss ich nur noch irgendwie die englische Hardcover-Ausgabe von Inheritance loswerden. Das wird bestimmt mega einfach, weil jeder sucht doch nach dem 4. Band von Eragon als englische Hardcover-Ausgabe. So, es wird jetzt einige Rezensionsexemplare in diesem Stapel geben. Angefangen bei Zeugenkussprogramm, Kiss and Crime Band 1 von Eva Föller. Wo steht denn hier Band 1 bitte? Tanja meinte, da steht Band 1. Aber nein, da steht nirgendwo eine 1. Wusstest du eigentlich, dass das Band 1 ist von der Reihe und sie denn nur so, Amelie, du Vollidiotin. Warum wusstest du das nicht? Da steht doch eine 1 auf dem Cover, aber ich habe hier nirgendwo eine 1 stehen. Ah, doch hier. Aber nein, das ist vom One Verlag. Siehst du, Tanja? Da ist nämlich die gleiche 1. Das ist das Symbol vom One Verlag. Ist nämlich bei Elias und Laia auch drauf. Ha, so dumm bin ich nämlich gar nicht. Nur manchmal. Ja, das Buch lese ich gerade. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Finde ich bis jetzt ganz süß. Wobei ich mir so denke, also realistisch ist was anderes. Aber mir gefällt die Protagonistin total gut. Da geht es halt um ein junges Mädchen, 17-jähriges Mädchen, das in Berlin wohnt. Und ihre Mutter hat halt immer so einen bescheuerten Freund. Es kommt halt so, dass der halt in so kriminelle Machenschaften verstrickt ist. Und deshalb muss sie dann letztendlich ins Zeugenschutzprogramm, wie der Titel ja auch irgendwie schon erraten lässt. Ja, und bei der Kripo ist halt, also beim LTK, wie auch immer man das nennt, das war auf jeden Fall die falsche Abkürzung, aber egal, LBK, egal. Landeskriminal, LKP, irgendwie sowas. Ja, da ist auf jeden Fall ein junger Mann, den sie ganz heiß findet, aber ja, mehr verrate ich jetzt auch noch nicht. Ist bis jetzt echt süß und ich mag den Schreibstil mega, mega gerne. Dann ein nicht rezensiertes Exemplar und zwar Himmelsfern von Jennifer Banker. Ich fand ja Dark Canopy so mega cool und hier geht es anscheinend irgendwie um Engel. Oder ich glaube, es geht sogar gar nicht um Engel wegen der Feder. Irgendwas war da auf jeden Fall. Das ist irgendwie ganz an mir vorbeigekommen, als es damals rauskam. Ich habe damals gesagt, nein, es wäre kein Buch für mich. Aber so mit der Zeit dachte ich mir so, vielleicht doch, weil ich Dark Canopy ja auch so mega liebe, dachte ich mir, es hat zumindest eine Chance verdient. Und das gab es dann irgendwie für 3 Tickets oder so bei Tauschticket. Und dann dachte ich mir so, komm Amelie, jetzt greifst du zu. Wann ich das lesen werde, weiß ich nicht. Ja, ein Rezensionsexemplar. Das Buch ist auch noch gar nicht draußen. Und zwar, Was die Spiegel wissen von Maggie Stiefvater. Ich bin jetzt schon irgendwie bei 85% oder sowas. Und so langsam geht da echt die Post ab. Also ich finde es auch immer besser als den zweiten. Weil der zweite, das war mir ein bisschen zu viel Ronan und die Handlung war halt sehr dünn gesät. Wie auch bei Schimmert die Nacht halt.
Und hier ist es halt ein bisschen actionreicher wieder und es geht wieder mehr um Blue, was ich immer gut finde. Aber ich finde halt einfach, dass diese Bücher halt eine Trilogie hätten sein müssen. Oder halt sogar eine Dilogie. 4 Bücher ist einfach viel zu viel für diese Reihe. Das ist total gestreckt, fühlt sich das an von der Handlung her. Also der Schreibstil ist der Hammer. Der ist der Hammer. Aber das bringt einem irgendwie alles so nichts. Also das ist auf jeden Fall wieder deutlich besser als der zweite, aber an den ersten kommt das halt irgendwie trotzdem nicht heran. Und das ist sehr, sehr schade, finde ich zumindest, weil die Charaktere sind so geil und das Schreibstil ist mir gern, die Idee eigentlich auch, aber ja, was will man machen, ne? Und dann habe ich hier unser Book Circle Buch von August. Mind Games von Terry Terry. Für die, die das Hangout gesehen haben, die wissen, dass ich nicht ganz so begeistert von dem Buch war. Aber ich habe dem Buch halt so 2,5 Sterne gegeben. Ich fand die Idee halt richtig cool und das Worldbuilding war richtig cool, aber der Plot an sich war halt einfach für die Mülltonne. In meinen Augen zumindest. Aber ja, ich glaube, es wird auch das letzte Buch sein, was ich von Terry Terry lese. Ich komme mit ihrer Art irgendwie nicht so richtig. Dann haben wir hier noch This Song Will Save Your Life von Layla Sayles. Das Buch habe ich von Amazon Wein. Ich muss sagen, ich bereue so ein bisschen, dass ich mir das geholt habe bei Amazon Wein, weil ich hatte vorher schon ein bisschen Bedenken, aber je mehr ich über das Buch höre, desto mehr denke ich halt, dass es kein Buch für mich sein wird, weil es da wohl um so eine Depri-Tante geht, die ihre Erlösung in der Musik findet. Oh, wenn ich sowas höre. Popmusikhörer sollen wohl auch ein bisschen gehatet werden und ich bin halt einfach Popmusikhörerin hoch 1 Million und ich bin eine total unreflektierte Hörerin, was halt viele immer sagen, weil ich höre halt einfach die Charts, aber Leute, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich höre halt gerne das, was alle anderen auch gerne hören und das ist Pop und ich bin halt keine einzigartige Schneeflocke, die nur irgendwelche Indie-Rock-Bands hört mit komischen Namen und was weiß ich was. Bin ich nicht. Dann habe ich hier Misty Falls von Joss Stern. Dazu wird es auch noch eine Rezension geben. Das ist der 4. Band von der Finding Sky-Reihe. Ich habe das halt schon gelesen und fand es auch ganz cool. Wobei ich die Finding Sky-Bücher halt noch einen Tick besser fand. Das hat 3,5 Sterne von mir bekommen. Und da geht es halt um so magisch begabte Menschen, die immer so eine bestimmte Gabe haben und die halt immer so einen Seelenpartner haben, der irgendwo am gleichen Tag geboren ist. Und die Liebesgeschichten sind dann immer richtig cool. Hier gibt es auch wieder so eine Hass-Liebesgeschichte und ja, aber wie gesagt, die anderen Bücher fand ich halt noch einen Ticken besser. Ja, noch ein Book Circle Buch und zwar Elias und Laia von Sabata hier. Das habe ich ja auch schon rezensiert. Ich verlinke euch auch unten die Rezension. Dann könnt ihr euch das näher anschauen. Das ist so in der Zukunft und es. Also nicht Zukunft, High Fantasy, wie auch immer, eins von beidem. Auf jeden Fall gibt es da so Masken, also so, so einen Imperator, der die Welt beherrscht. Und dann gibt es immer diese Jungen, die dazu, oder Kinder, die dazu ausgebildet werden, um dann irgendwie so Soldaten zu werden. Und so ein armes Mädchen und dann dieser Maskentyp und die verlieben sich irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall Elias und Laia von Sabata hier. Dann habe ich hier noch Grisha, Lodernde Schwingen von Leigh Bardugo. Auch das habe ich von Carlsen bekommen. Das ist halt der 3. Band von Grisha und auch da freue ich mich mega drauf. Ich habe da in dem anderen Video auch schon zu geredet. Das andere Video findet ihr übrigens auch unten verlinkt. Diese ganzen Links, ne? Ich vergesse eh am Ende wieder die Links reinzumachen und dann sage ich, oh ja, das findet ihr da unten verlinkt. Oder auch nicht. Das Cover ist auch wieder so schön. Und wie sieht das von innen aus? Oh, das sieht fast aus so wie Dschungel. Wie ein roter Dschungel. Dann habe ich hier noch Lockwood, der wissbande Schädel von Jonathan Stroud. Das hat die Tanja mir geschenkt. Sie hat allerdings auch nur 1 Euro dafür bezahlt. Und da hat sie sich gedacht, das bringen wir der Amel mit. Amelie mit, der Amel mit. Das ist nämlich ein Menge-Exemplar gewesen bei den Mayerschen Buchwochen und ja, das ist der 2. Band. Jetzt muss ich mir den ersten natürlich auch zulegen und da geht es halt um so eine Organisation, die eben irgendwas mit Paranormalen jagt oder sucht oder Gegenstände oder wie auch immer. Irgendwie sowas. Klingt auf jeden Fall echt cool. Bartimeus fand ich nicht so mega, aber Lockwood werde ich trotzdem irgendwo lesen. Dann habe ich hier 2 wie Zimt und Zucker von Stefanie Gerstenberger und Martha Martin. Zurück in die süße Zukunft ist der Beititel. Und ich finde einfach nur dieses Cover und hinten auch, es sieht einfach so mega cool aus. Und das ist halt eine Geschichte, die ist ein bisschen so angelehnt an Zurück in die Zukunft.
Weil da geht es um so ein junges Mädchen, was dann eben in die Vergangenheit reist und dann irgendwie versucht, ihre Tante, glaube ich, zu verkuppeln. Also total süß und ich habe letztens nochmal zurück in die Zukunft geguckt und dachte mir dann auch nur so, Nostalgie. Nostalgie. Habt ihr mitbekommen, dass die Filme jetzt wieder ins Kino kommen? Auch echt cool, ja. Quasi eine Neuerzählung mit sehr vielen Sachen aus den 80er Jahren. Ich habe mir auch sagen lassen, wenn man tatsächlich aus den 80er Jahren kommt und weiß, wie das da ist, dann soll das Buch besonders cool für einen sein, weil das halt so Erinnerungen hochkommen lässt. Okay, dazu kann ich nicht sagen. In den 80er Jahren war ich noch nicht geboren. Ja, und dann noch Days of Blood and Starlight von Lainey Taylor. Auch das von den meisten Buchwochen, auch das nur 1 Euro. Boah, wenn ich das höre, ne? 1 Euro für Days of Blood and Starlight. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich das Buch schon haben wollte und nie wollte es jemand tauschen und nie gab es das bei Tauschticket. Und wenn man so überlegt, kaufst du dir das oder kaufst du dir das nicht, Amelie? Und dann waren halt die Buchwochen und dann... Bäm, da war es. Es war quasi Schicksal. Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich den zweiten Teil lesen möchte oder nicht. Aber jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Also das ist der zweite Teil von Daughter of Smoke and Bone. Ja, und dann habe ich hier noch ein ganz besonderes Buch, nämlich das Book Circle Buch im September. Und das ist Das Juwel, die Gabe von Amy Ewing. Ja, wir streiten uns dann später darüber, wie dass man das ausspricht. Ja, und das glitzert. Da gehen alle voll drauf ab, wie ich gehört habe. Das ist rosa, wobei ich das Graue fast irgendwie cooler finde, also das Originalcover. Da soll es wohl irgendwie um ein Mädchen gehen, was durch seine Gabe auserwählt ist und dann irgendwie Palastkleider, zumindest wenn man dem hinten glauben darf. Aber es ist wohl so, dass die Königin irgendwas von ihr will, aber sie kann das nicht und dann ist die Königin natürlich nicht so begeistert davon. Ja, ihr werdet ja noch mehr darüber erfahren, wenn es dann den Book Circle Hangout gibt. Und in der Goodreads-Gruppe werde ich auch updaten und so weiter und so fort. Und als letztes widmen wir uns jetzt den englischen Taschenbüchern. Und das ist einfach nur so ein Turm, der wackelt. Der Turm, der wackelt. Das hier ist auch ein Turm, der wackelt, aber das ist noch ein wackeliger Turm. Zu den Büchern, über die ich nichts weiß, werde ich jetzt auch einfach nichts sagen, weil sonst dauert das zu lange. Forsaken von Lisa Amstrass. Ja, das ist so ein Buch über, keine Ahnung. No Rules, No Refuge, No Escape. Klingt nach einem spannenden, dystopischen Roman. Wenn ich raten müsste. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Dann haben wir hier Red Rising von Piers Brown. Das ist so schmal. Ja, das soll ja so ähnlich sein, also beziehungsweise die Rote Königin soll ja so ähnlich sein, nur soll das ja brutaler und irgendwie cooler sein und deshalb habe ich mir das eben geholt. Übrigens soll der Autor irgendwie geil aussehen, ich gucke gerade hier auf das Bild. So ein bisschen kleiner erkennt man nicht so viel, aber ja, das sieht gar nicht so schlecht aus in klein. Dann habe ich mir von einer meiner neuen Lieblings-Contemporary-Autorinnen, Band 1 und, also nicht Band 1 und 2, sondern die ersten beiden Bücher, die von ihr rausgekommen sind, Meant to Be und Being Sloane Jacobs geholt. Ich finde die Cover einfach so cool. So cool. Ich habe die Bücher halt schon als E-Book vorher gelesen gehabt, aber ich musste sie auch noch als Taschenbücher haben, weil sie halt so schön aussehen. Mit diesen Farben und diesen Bildern und das passt auch irgendwie so ein bisschen zusammen, wenn man das hier so hinstellt. In Meant to Be geht es um ein Mädchen, was auf Klassenfahrt geht. Das kann man auch auf Deutsch mittlerweile schon kaufen. Das heißt besser als der beste Plan. Sie geht auf Klassenfahrt nach London und ja, da kommt es dann zu so einer Art Hassliebe mit so einem Klassenrabauken und sie ist halt immer so die Überstreberin und das war so mega süß und lustig. Mir hat das total gut gefallen. Ja, und Being Sloane Jacobs ist auch eine mega coole Geschichte. Und zwar geht es da um zwei Mädchen, die beide Sloane Jacobs heißen. Und die eine fährt eben ins Hockey-Trainingslager und die andere fährt ins Eiskunstlauf-Trainingslager. Und zufällig vertauschen die beiden ihre Koffer und weder die eine noch die andere hat Bock, zu diesen komischen Lagern zu fahren. Und dann beschließen sie halt einfach, die Plätze zu tauschen, denn die haben ja keine Fotos da oder sowas und sie halten dann einfach nur ihren anderen Ausweis dahin und sie heißen ja beide Sloane Jacobs und können beide gut Schlittschuh fahren. Ja, und dann geht es halt so ein bisschen darum, wieder zurück zu sich selbst zu finden und generell war das halt eine mega coole Geschichte und natürlich gibt es dann auch Liebesgeschichten jeweils, alles klar. Ja, mega coole Bücher und ich bin schon ganz gespannt auf die anderen Bücher von Lauren Morrill. Ich muss eigentlich sagen, vor allem soll eine Star-Geschichte von Lauren Morrill rauskommen, wo ich mir so denke, oh mein Gott,
mein Gehirn explodiert, wenn das passiert. Weil ich ja mega auf Star-Geschichten stehe und mega auf Lauren Morrell Bücher. Und das wird dann so, gibt es mir. Gibt es mir. Ja, dann habe ich mir gebraucht gekauft, Band 2, 3 und 4 von der Hex-Hall-Reihe. Ich habe natürlich die Trilogie schon gelesen, wie schwer die Bücher einfach sind, ne? Aber das hier, den Companion-Band School Spirits, habe ich noch nicht gelesen. Da soll es ja irgendwie um dieses eine Mädchen gehen, was da am dritten Band noch vorgekommen ist, aber ich weiß nicht mehr ihren Namen. Izzy wahrscheinlich. Izzy? Ja, sie ist Izzy. Da bin ich dann ganz gespannt, noch den zu lesen. Und die anderen Bücher sind ja eh mega cool und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nämlich fuck das so extremst ab. Tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber da kann ich nicht anders. Dass dieses Buch kleiner ist als die anderen. Das ist vom verdammten gleichen Verlag. Von der verdammten gleichen Reihe. Das hat die gleiche Aufmachung. Warum ist das kleiner? Warum? Ja, dann habe ich hier noch Amy and Roger's Epic Detour von Morgan Matson. Das habe ich auch von Italien bekommen zu Birthmas. Und ja, ich habe das schon gelesen. Und wie gesagt, also 3,5 Sterne hat das bekommen. Oder 3 bis 3,5. Das war halt eine süße Roadtrip-Geschichte, aber mehr auch leider nicht. Also es ist irgendwie nie so in den Status von, oh mein Gott, das ist so cool, gekommen. Und sondern mehr so, ja, boah. Was ganz cool ist, sind halt diese ganzen Fotos, diese ganzen Sachen, die da halt mit drin sind. Die sind halt mega cool, aber sonst war das halt, ja. Dann habe ich mir den dritten Band von Mara Dyer, The Retribution of Mara Dyer, geholt. Jetzt kann ich im Prinzip Band 2 und 3 direkt hintereinander lesen, wenn ich das möchte. Und ja, es soll ja richtig cool sein. Und das gab es für 2 Tickets, glaube ich, bei Tauschticket. Und ich dachte mir so, das ist genau die Ausgabe, die du brauchst. Und ja, dann holst du dir das jetzt einfach mal. Außerdem habe ich mir, ich glaube, das war gekauft, die Reihe von Alexandra Harvey. Und zwar habe ich das schon öfters mal in die Kamera gehalten. Allerdings in dieser Version hier. Und das Cover ist ja nicht so der Bringer. Jetzt habe ich eben das neue, die neue Ausgabe, My Love Lies Bleeding. Und ja, die ganzen anderen Bücher, die noch zu der Reihe gehören. Blood Feud, Out for Blood, Bleeding Hearts, Blue Moon und Blood Moon und Blood Prophecy. Den ersten und zweiten Band habe ich schon gelesen und die sind beide sehr süß, die Bücher. Den ersten fand ich noch besser als den zweiten. Das sind halt so mit die coolsten Vampirgeschichten, die ich kenne. Und der erste war halt einfach so eine süße Tassliebe und ich lasse mich einfach mal überraschen. Dann habe ich mir, damit es wieder alles zusammengepasst, hört ihr das? Das ist der Klang der zusammenpassenden Buchreihe. Ja, ich habe mir Champion von Marie Lu geholt und zwar in der Flippy Floppy Taschenbuchausgabe. Danach dürste ich schon seit Jahren. Aber ich habe es halt nie gemacht und jetzt habe ich es mir einfach gekauft. Weil ich habe immer versucht, das irgendwie zu ertauschen, bliblablub, aber natürlich habe ich es nirgendwo gefunden. Und ja, das war eh der coolste Band, mit der, also der erste und der dritte, die waren die coolsten und das Ende von diesem Buch liebe ich abgöttisch. Und ich weiß halt, dass ich die Reihe eh immer behalten werde, weil ich halt einfach Legend signiert habe. Deshalb, ja, passt jetzt alles zusammen und ich freue mich da mega drüber. Dann habe ich ein neues Buch von Casey West und zwar The Distance Between Us. Ich weiß gar nicht, worum es da geht, aber auch das hat mir die Tanja einfach so geschenkt, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Und ja, Contemporary Buch von Cassie West. Ich habe es jetzt erst von ihr Pivot Point gelesen. Ja, und Under the Lights, das war so eine Sache. Das habe ich extra storniert, weil ich mir so dachte, Amelie, du wirst diese Geschichte einfach nicht mögen, weil ich wollte halt unbedingt, dass die Vanessa mit dem Josh zusammenkommt und das tut sie einfach nicht. Was soll man machen, ne? Aber ich habe es irgendwie auf der einen Seite storniert und auf der anderen nicht und dann ist hier angekommen und jetzt werde ich es wohl trotzdem lesen. Den ersten Band fand ich ja absolut genial und ja, ich finde es so kacke, dass dieser Coverwechsel, also eigentlich ist der Coverwechsel gut, weil die Cover sind jetzt schöner als vorher, aber jetzt habe ich den ersten Band mit dem anderen Cover noch. Ja, und als allerletztes habe ich noch für euch Dorothy Must Die von Danielle Page und The Wicked Will Rise von Danielle Page. Ich glaube, ich habe die für insgesamt 4 Tickets bekommen und das sind ja relativ neue Bücher. Ich kann das immer noch nicht so ganz glauben, aber ja, ich finde das nur so krass, wie der erste Band einfach viel, viel länger ist als der zweite. Ich bin total gespannt, soll ja irgendwie eine Neuerzählung von Oz sein und
aber richtig cool sein und ja, also ich bin echt gespannt, wie das so sein wird. So viele Seins in einem Satz. Ja, das war's, Leute. Ich bin tatsächlich durchgekommen, ohne dabei drauf zu gehen, dass ich nicht alles für euch tue. Sagt mir doch einfach wie immer, welche Bücher ihr davon gelesen habt und vor allem von denen, die ich noch nicht gelesen habe, ich kann nicht mehr reden. Beenden wir dieses Video einfach. Wie immer findet ihr alle Links unten in der Infobox und gute Nacht.